So, willkommen zurück. Und als ob ich es nicht beschwört hätte, ne? Also als ob ich, ja, ob ich hätte mir gesagt habe, ich habe es ja gesagt, wer die besten Spieler waren. Gut, beste Spieler bei uns soll angeblich Gustavo gewesen sein, aber bei Bremen, schaut mal bitte. Was habe ich gesagt, ne? Das war auffällig. Was der gewonnen hat an Zweikämpfe, der hat Alaba überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Der kam ja gar nicht zurande. Wahnsinn, der Typ. Wahnsinn. Also, den brauchen wir in München. Den brauchen wir in München, ohne Zweifel. Das scheint wirklich der nächste, wirkliche absolute Megastar zu werden. Zumindest was die Defensive angeht. Ganz, ganz starke Hausnummer. Also, wir verlieren unser erstes Spiel am 10. Spieltag. Ist in Ordnung, muss man auch mal durch. Das kann passieren. Wenn es zu Hause passiert, ist meistens beschissen. Aber so läuft es eben hier und da mit der Niederlage. Aber die anderen haben auch alle geschwächelt. Ach Gott, die anderen haben auch alle geschwächelt. Nur unentschieden gespielt. Ja, Hamburg, Leverkusen, Fortuna schleicht sich hier hoch. Mit guten Ergebnissen. Zuletzt ein Sieg gegen Schalke 1 zu 2. Da war Schalke noch wahrscheinlich müde vom Pokal, wo die so für Furore gesorgt haben. Da haben sie auch 5-0, glaube ich, gewonnen, ne? Heidewitzka, also, okay. Ja, das bleibt mal zu sagen. Wir verlieren unser erstes Spiel. Bremen holt sich da ganz, ganz teure 3 Punkte aus München. Klasse, Hut ab. Hut ab auch für so einen Spieler, den Gillen, der ist echt Wahnsinn. Das war die blödeste rote Karte meiner gesamten Karriere. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja, sehe ich ähnlich. Das muss man nicht provozieren, sowas dann kurz vor Schluss. So, wir sind natürlich hocherfreut, dass wir hier 3 Punkte geholt haben. Das glaube ich, den Bremern. Chapeau an Werder Bremen, gut gemacht. So, wer schafft es hier rein? Hier ist er. Da ist er, Felix Gillen. Ah, ich will ihn ja haben, ne? Ich will ihn ja haben. Çalhanoğlu schafft es auch mal wieder. Holpi haben wir auch hier drin. De Jager sieht. Wisst ihr, wie der De Jager aussieht? Der sieht aus wie der Diktator hier, der Film. Wisst ihr, wen ich meine? So, okay, Teamleistung allgemein, alles in Ordnung. Überwiegend eigentlich. Beste Spieler immer noch Ricky mit 12 Toren, aber da muss treffen, ne? Klar, heute lief es mal für alle eigentlich schlecht. Heute lief es für alle grundweg schlecht, da war nicht viel drin. Da hätte man mehr draus machen können. Er hat ja, wir haben hier das Tor eigentlich fast gehabt, aber da ist der Ball da auf der Torlinie rumgeprallt und dann konnte er noch gerettet werden. Eigentlich schade drum. Na gut. Joa, gut, okay, weiter geht's. Bewertung der Neuzugänge, Sensation. Alaba und Wolfswinkel sind beide eine Sensation. Guter Griff ist Wijnaldum und echte Verstärkung ist Rodriguez. Ja, Wijnaldum braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Anlaufzeit, bis er so richtig wieder Ausnahmezustand erreicht, ne? Tim Davids ebenfalls ein guter Griff. Mitläufer und Flops haben wir keine. Aber ihr kennt ja mittlerweile meine Transfer-Philosophie. Das passiert einem dann auch recht selten, ne? Wenn man das schon ein bisschen genau weiß, was man ganz gerne haben möchte und nicht einfach wild um sich kauft. Ich denke mal, das ist dann schon klar. Ablösefrei war Alaba, das war sowieso ein Mega-Ding. Ohne Zweifel. Dafür haben wir bei den anderen ein bisschen hingelegt, ne? 10 Millionen für Ricky ist auch günstig für die Tore, die er schon erzielt hat, ne? Die 12 Treffer schon gemacht. Allein in der Bundesliga. Denn plus Champions League, plus Pokal. Das ist nicht, Pokal müsste auch noch ein Tor gemacht haben, aber zumindest vorgelegt. In der ersten Runde, glaube ich, hat er auch eins gemacht. Okay. Abgerutscht von 4 auf 9 die Dortmunder. Ja gut, am 10. Spieltag ist er noch nicht so aussagekräftig. Das kann man mal so stehen lassen. Das passiert hier und da. Okay. Unsere zweite verliert auch gegen Werder Bremen zweite. Also da geben sich die beiden Mannschaften heute mal die Klinke in die Hand. Philipp Lahm vom Sportgericht verurteilt für 2 Spiele weiter gesperrt. Akzeptiere ich das? Ja, 2 Spiele kann man auch akzeptieren. Trainingsgeräte für die Jugend 10.000. Ricky van Wolfswinkel kommt gut zurecht. Das freut mich auch wirklich für ihn. Das ist auch wichtig. Wir haben nämlich nur 2 gute Stürmer. Mehr ist nicht da. Dann müssen die auch knallen, ne? Guten Müller hätten wir noch alternativ, den wir da reinstellen können, aber okay. Brauchen wir nicht viel sagen oder können wir auch nicht viel sagen, was hilfreich wäre bei Alaba vielleicht. Da sieht es genauso aus. Du musst vom Tor cleverer werden, sage ich ihm einfach. Er ist glücklich, sehr schön. Glücklich sind sie, obwohl wir jetzt verloren haben gegen Bremen. So ist es manchmal. So, Wijnaldum wieder rein in die Mannschaft. Wir gehen wieder auf Bayern Erste. Wir spielen wieder mit Volldampf. Mitchell Weiser, Toni Kroos packe ich rein. Wijnaldum. Ich will die ganz gerne mal im Textmodus sehen heute, die Jungs, wie sie Gas geben. Dann kommt Martinez noch rein. So, das ist die Grundaufstellung, mit der wir spielen werden. Dann haben wir hier noch wieder den guten Bartstuber. Und Rodriguez würde ich ganz gerne wieder in Mannschaft sehen. Sind ja alle jetzt erholt. So, Kroos und Wijnaldum. Die beiden absoluten Topstars in dem Team. Ist ja so. Also die Überflieger, wenn man so möchte. Die müssen noch ein bisschen Gas geben, meiner Meinung nach. Die müssen noch, ja, gerade wieder in Form kommen. Das ist nicht so einfach. Alles klar, Spielergespräch. Ich brauche dich in Topform, Alter. Mit einer 6 geht das gar nicht. Er gewinnt zumindest mal einen Formpunkt. Kann ich das zu Toni auch noch sagen? Leider nein. Zu Lahm kann man da groß was sagen. Der ist ja nun gesperrt. Mannschaftsführung ist klasse. Das hilft ihm vielleicht ein wenig. Und Manuel Neuer
sprechen wir auch zu wenig. Braucht dich in Topform. Jo, er gewinnt auch nochmal. Er hat auch eine 10. Sehr schön. Reda Schürrle ist draußen, Mitchell Weiser, Thomas Müller ebenfalls. Also, ich bin gespannt, wie wir das heute hier auf die Kette kriegen gegen Donetsk, Saskia Donetsk. Alaba ist recht müde, ich nehme da mal lieber einen frischen Schürrle rein. Alaba kann immer noch reinkommen, wenn es nicht läuft. Obwohl ich ehrlich sagen muss, Schürrle noch nicht so auf dem Niveau, wie ich es ganz gerne hätte. Zumindest im 3D-Spiel ist es offensichtlich gewesen bisher. Ja, ansonsten, ja, die Jugendmannschaft ist ja soweit in Ordnung. Eigentlich, da müssen wir noch ein paar Verträge verteilen, das weiß ich aber auch. Gab es wieder Beschwerden? Ja, gegen Bremen gab es wieder Beschwerden. Da müssen wir mal hier ein bisschen einfach erhöhen. Wir machen mal auf 21, gucken, ob es dann wieder Beschwerden jetzt gibt gegen Donetsk, gegen Saskia Donetsk. Also, wir machen zumindest, nee, gegen Bremen haben wir Minus gemacht. Alles klar. Auflage 17.000, wir machen mal 17.000. 4 Euro ist Maximum, dann geben wir mal 3. Qualität können wir auch schon Hochglanz machen. Ah, da kann man bis um 8 Euro gehen. 6 Euro. Klar, bei München gibt es Hochglanz, ne? Ist ja gar keine Frage. Nahverkehr. So viel Leute kommen doch gar nicht. So, 40.000 reicht. Der Rest kommt mit dem Auto angefahren. Oh, 35. Mal gucken, was sie sagen. Ob sie sich beschweren. Wenn sie sich beschweren, dann kann man immer noch ändern. So. Freie Softdrinks. Luxusessen. Freie Zeitschriften für 1.500 Euro. Okay. 6 VIP-Logen bloß. Das ist nicht viel eigentlich. Ausverkauft. Anzahl Gastronomie. Da kann man mal ein bisschen erhöhen. Machen wir auf 25. Und hier können wir auf, machen wir mal auf 21. Gucken, ob es dann ein bisschen besser läuft. So, eine Toilettenanlage genügt für 3000 Zuschauer. Sie benötigen für etwa 50% der Dauerkarteninhaber entsprechende Kapazitäten. 50% der Dauerinhaber. 3000 Zuschauer. Wenn ich 10 habe, dann habe ich 30.000. Wenn ich 20 habe, dann habe ich 60.000. Also mehr geht doch gar nicht rein, oder? Blödsinn. So viel geht gar nicht rein. Dann machen wir mal 20 draus. So. Okay, mit dem Rest bin ich eigentlich sonst zufrieden. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Taktik rein, bevor wir jetzt den Wochenablauf starten. Öffne Taktik, Spielmacher. Toni Kroos, Sturmtank ist auch mal wieder erst Ricky. Gucken wir mal. Einsatz ist schon volle Lotte. Ja, heute können wir schon einen großen Schritt machen in der Champions League. Müssen wir auch jetzt gegen Donetsk. Sollte wieder ein Dreier drin sein, gerade zu Hause. Wenn wir schon auswärts 3-0 gewinnen, sollte es zu Hause doch recht ähnlich laufen. Mach mich da auch gar nicht wild, das sollte klappen. Gut, eine Niederlage, ja gut, man muss auch mal verlieren können, ne? Das ist gegen Bremen, das hängt mir jetzt zwar ein bisschen hinterher, aber es ist in Ordnung, es passiert. So, gesperrt ist Bussofa, ja kein Wunder, ne? So viele gelbe Karten, wie die gekriegt haben. Das habe ich, glaube ich, schon im Spiel gegen Donetsk, habe ich das schon angedeutet, dass die recht anfällig sind für Karten. So, das passt, gehen wir mal in den News Center. Jugendspieler entdeckt. Stürmer, 53. Deutscher Stürmer. Wow. Er ist Flügelspieler. Warum das denn? Aber wieso das denn? Naja, gut. Auch nicht schlecht. So, Stürmer. Lars Skripski. Skripski heißt er. Jo, alles klar. Verpflichten bitte. Die A-Junioren gewinnen. Denen geht's gut, die A-Junioren. Bloß unsere zweite, die schwächelt. Aber im Winter wird alles besser. Im Winter wird alles schön. Da kriegen wir das auf jeden Fall gebacken, Leute. Da haben wir echt Talente. So, wie sieht's denn aus jetzt mit Felix Gillen? Wie viel habe ich? 28,4 Millionen. Blickfeld. Sind wir schon drin, ne? Ist ja heute schon Weihnachten, so wie es aussieht. Da haben wir Felix Gillen. Wert 15,75 Millionen. Vertrag. So. 15,75 Millionen. 23. Zweites Fenster. Angebot unterbreiten. Das ist jetzt wirklich viel. 23 ist echt viel. Schauen wir mal. Haha, wenn das klappt, dann ist alles gut. So, ich bin nochmal zu Hause jetzt und dann geht's auch nach Augsburg. Da müssen wir auch nicht weit fahren. Also, bis gleich im... Ach nee, wir haben noch ein bisschen was zu bequatschen. Also, die wollen noch mehr Gespräche von mir haben, grundsätzlich. Einige Matches will er spielen. Ja, da sehe ich dich aber nicht, mein Freund. Hier, Spielergespräche. Gib im Training alles. Dann haben wir auch noch Spielergespräche mit Luis Gustavo. Eigentlich, ups. Ein bisschen abgebaut, sehe ich gerade. Da haben wir Gustavo. Spielergespräche. Körperlich stärker werden.
Dann haben wir hier noch, wir hatten noch zwei Gespräche erst. Boateng, okay. Ja, genau. Er braucht ein anderes Ziel, okay. Er sieht das ein, sehr schön. Ansonsten bin ich aber wirklich zufrieden, wie es läuft. Ganz im Ernst. So, privater Bereich, was will der von mir? Hier, komm, Golf spielen. 34 Handicap, alles klar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Leute, los geht's, bis gleich.